Zwei Männer. Jahrelang mussten sie die Suppe anderer auslöffeln. Doch jetzt ist die Blase voll. Pullers of Eternity. Zwei Männer und der ewige Drang, auf Toilette zu gehen. Ey, gib mir dein Portemonnaie. Du legst dich mit dem Falschen an. Ach, kein Scheiß, Mann. Ich hab einen Löffel. Gefühle. Du, David. Ja, Fabian. Wir machen jetzt schon so lange LPT zusammen. Da muss ich dir jetzt wirklich mal was Dringendes sagen. Was denn, Fabian? Ich muss schon wieder pullern. Drama. Fabian. Oh Gott, Fabian. Ich fühle mich so leer. Ich bin alle. Oh Gott, David, das ist ja furchtbar. Ach, doch nicht. Geht wieder. Vom Regisseur von Incontinentence Day, Pullers of Eternity. Bald im Kino. Ja, Pullers of Eternity, das klingt lustig, aber das können wir niemals als Intro-Gag machen. Da sind wir beide komplett nass in der Show. Ja, hast du eine bessere Idee? Nee. Spiel an sich, das ist ja schon lustig, aber das ist Pipi-Kaka-Humor, das können wir unmöglich machen. Wir müssen irgendwie anders einsteigen. Nächstes Mal! Nächstes Mal. Nächstes Mal! Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Together mit Fabian Siegesmund und David Heim. Dankeschön. Wir sollten das irgendwann mal üben, dass das irgendwann mal richtig funktioniert. Ja, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit, bis wir abgesetzt werden, hoffe ich. Ja. Ich würde nicht von Monaten sprechen, aber noch ein bisschen. So ein bisschen ist auf jeden Fall noch Zeit. Also mit dieser Brille sieht's gut aus. Ja. Siehst auch gut aus. Ich finde, auch der Einspieler war gerade gar nicht so unlustig, wie ich das Gefühl hatte vorher. Ja, dann schaue ich mir die Wiederholung. Guck dir das mal durch dann, diese Brille mit an. Dieser Brille. Die Wiederholung dieser Show gibt es dann übrigens, wie wir es schon versprochen haben, ab morgen 18 Uhr auf YouTube und natürlich auch gleich schon im Anschluss auf mein Video. Was erwartet euch heute? Natürlich Pillars of Eternity. Pillars of Eternity, deswegen ist unser Hashtag neben LPT Live diese Woche auch Puller Alarm. Das hat sich der Markus ausgedacht, wann ist er groß geworden? In den 40ern, glaube ich. 40er, ja. Genau, und sein Humorverständnis hat sich in den 80ern geprägt. Deswegen wechselt jetzt auch die Kamera mitten im Satz, um mich zu bestrafen. Wenn ihr also mit twittern wollt, uns Fragen stellen wollt, an der Sendung teilhaben wollt, dann über LPT Live und Puller Alarm und dann lesen wir das nachher in der Sendung vor. Ja, und natürlich auch über facebook.com/LPT Live. Da könnt ihr mitmengen. Da gucken wir nicht rein. Da gucken wir auch. Hast du gesagt, da gucken wir nicht rein? Nee. Achso, vertan. also heute Pillars of Eternity. Außerdem wird es ein Mario Kart Turnier geben als Community mit Game mit euch und gegen euch. Das wird schlimm. Ich hab's wohl mal getestet. Wir haben mal getestet. Boah, ja. Das kann ich ja so gar nicht. Ja, sobald Fabian keine Kalaschnikow in der Hand hat, sieht's schlecht aus. Schade. Außerdem spielen wir Please Don't Touch Anything. Wir haben es extra nicht ausprobiert, weil es, glaube ich, ich weiß nicht, ob man es mehr als einmal spielen kann, aber es klingt unheimlich lustig. Ist ein kleiner Geheimtipp, den es gerade bei Steam gibt und der da irgendwie in den Steam-Listen ganz weit oben ist. Damit ihr euch selber davon überzeugen könnt, wenn ihr den Bock drauf habt, verlosen wir dazu auch noch Keys später. Außerdem noch Spiele und viele schöne Sachen, das alles später in der Sendung, aber wir fangen natürlich wie immer mit den News an. Wir haben immer noch keinen Song. Moment, wer hat denn den Pimmel da hinten im Hintergrund angebracht? Das war so nicht ausgemacht. Ein Pimmel? Puller-Alarm! Es gab tatsächlich mal, wo kam das her? Mittlerweile kann man den Markus nämlich hören. Ich weiß nicht, ob das die Show besser macht oder schlechter. Ja, wesentlich besser natürlich. Puller-Alarm ist ein guter alter Gag vom Raab. Da kommt's her. Als TV total noch gut war. Ja. Genau, und da blinkte auch immer das Bild und da gab es so einen roten Rahmen, glaube ich. Puller-Alarm. Weiß ich schon ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ach, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Nee, das ist zu früh gewesen. Der Markus hat da schon gesessen und Pfeife geraucht. Wenn ich mal alles erreicht habe im Leben, werde ich diesen Witz in irgendeiner Show einbauen. Vielleicht in diesem neuen elektronischen Ding. Alles erreicht. Das alles war noch, das war noch Zeit. Also für uns klingt Markus, als würde er aus dem Sarg schon sprechen. Durch eine Gießkanne hindurch. Ich weiß, das sollte eigentlich der Gott-Effekt sein. Ja, bin mal gespannt, ob da was ankommt bei euch auch. Wir hoffen, das Tonlicht noch hinzubekommen. Tonlicht. Tonlicht. Jetzt aber erstmal zu den News.
Denn wenn wir schon Mario Kart 8 spielen, haben wir gleich noch eine Mario Kart 8 News, aber die darfst du vortragen. Denn du bist ja Nintendo-Experte von uns. Ich bin Nintendo- und Mario Kart-Experte. Stimmt, ja. So ist es ja. Mario Kart kriegt nämlich jetzt demnächst einen 200-Kubik-Modus. Das heißt, bislang gab es, glaube ich, nur was? 50, 100, 150 oder was? 80, 80, 120? Ich bin in meinem Leben einmal Auto gefahren. Das ist aber auch eher was für Mopeds eigentlich. Mopeds, ne? Kubik. Wir spielen später in 150 Kubik und demnächst gibt es dann eben auch 200 Kubik. Und ich hatte zuerst gedacht, das muss doch ein April-Scherz sein. Es interessiert sich doch keine Sau dafür, ob man mit was für Motoren man in diesem Spiel fährt. Aber das sieht schwer nach April-Scherz aus. Also setzen die ganze Alter, das ist eine Sensation. Zum ersten Mal in der Geschichte von Mario Kart gibt es 200 Kubik. Endlich, endlich. Ja. Und jetzt weiß man auch, warum der Markus das ausgesucht hat, weil der sich noch erinnern kann, wie das also früher, wie das früher die erste Version gespielt hat, vor 80 Jahren und sich gedacht hat, das ist schon ganz gut, aber 200 Kubik, das wäre geil. Wie der Miyamoto, wie heißt er eigentlich? Shigeru Miyamoto, wie der damals in der Grundschule saß und den Gedanken an Mario hatte. Daran erinnert sich Markus noch. Ja. Die nächste News ist dann schon wieder eher was für uns, denn da geht es um Geballer. Gears of War kommt jetzt ja nicht mehr von Epic Games. Wir haben vorher extra nochmal geguckt von den Black Tusk Studios. Und die haben jetzt auf Twitter bekannt gegeben, dass es für die 360, also für die alte Xbox, keine Version mehr geben wird, was mich jetzt aber jetzt nicht unbedingt verwundert. Ja, aber ne, damit ist ja wohl, es ist eins wieder von diesen Titeln, was dann eben auf der alten Konsole, auf der alten Generation nicht mehr erscheint. Und dann wird man sich dann wohl früher oder später umtun müssen. Finde ich gut. Steige ich um oder steige ich um? Gears of War war ja damals so ein Verkaufshit und ein Titel, für das sich Leute tatsächlich eine Xbox geholt haben. Ich muss sagen, mich hat das nie geflasht. Ich habe mal Teil 1 nachgeholt und Matsche-Scheiße, habe ich keinen Bock drauf gehabt. Den Einser habe ich auch gespielt, weil es eben alle gespielt haben und gesagt haben, das ist so geil. Ja, ja. Und Sturmgewehr mit Kettensäge, muss man natürlich sagen, Sturmgewehr mit Kettensäge geht eigentlich immer. Den Zweier habe ich irgendwann dann abgebrochen, weil ich dachte, Gut. Schade. Sehr gut. Kann man nichts machen. Könnt ihr mir natürlich auch oder uns die Meinung zu sagen, wie fandet ihr Gears of War? Vielleicht kann man das neue ja sogar schon auf der Gamescom anspielen. Oh, sehr schön. Ein wahrer Meister der Überleitungen. Ja. Was gibt's denn Neues zum Thema Gamescom? Ach, ich dachte, das machst du, aber das kann ich natürlich auch gerne übernehmen. Ja, ich hätte auch gerne mal so ein Close-Up, so wie du. Du siehst da so schön aus. Dankeschön, Dankeschön. Vielleicht kann ich jetzt Fabian mal einen Close-Up nehmen. Dankeschön. Gamescom, Kartenverkauf, Ticketverkauf hat heute angefangen und wir beide werden natürlich auch da sein. Und da kann man eben jetzt Tickets kaufen. Die gibt's bis zum 30.04. auch noch in billiger. Wir haben uns jetzt nicht die Mühe gemacht, euch zu erklären, was die Show genau kostet, weil die halt saufaul sind. Ja. Besonders der Markus, der die Show vorbereitet hat. Aber er redet sich damit raus, er sagt, ja, da gibt es ja so viele unterschiedliche Arten von Tickets und für Schüler und für Studenten und mal 3 Tage oder 4 Tage oder Pressetag. Ich schlage vor, ihr geht einfach auf die Seite der Gamescom und informiert euch da. Aber wisset, im Moment sind die Tickets noch billiger. Genau. Und da könnt ihr dann uns treffen, denn dort gibt es viele schöne Dinge, die wir machen, die wir auch noch nicht verraten können. Nein. Aber das kommt alles noch. Eine andere Sache, die diese Woche, ich hätte ehrlich gesagt gar nicht, als Markus vorhin sagte, PlayStation Home ist seit dieser Woche weg vom Fenster, dachte ich, was, das gab's noch? Ich habe nämlich, als ich mir damals eine PlayStation geholt habe, PlayStation 3, glaube ich, vor 3 Jahren oder so, habe ich mal einmal reingeguckt. Das war ja so ein Social Hub, wo du dann quasi mit deinem Avatar durch die Gegend laufen konntest, um so eine Second Life-ähnliche Welt zu entdecken. Das war ein Müll, das war so blöde, dass es dann, glaube ich, auch nie einmal benutzt hat. Und es wundert mich, dass dieses Ding überhaupt noch existent war. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt dann halt nicht mehr. 7 Jahre hat es gedauert, also zum Dezember 2008 haben die dann mit der Beta angefangen und sind jetzt zu dem Schluss gekommen. Ja, genauso stand es auch in der Pressemitteilung. Ja, ja. Wir stellen das ein. Ende. Ja. Aber manche Sachen werden eingestellt, gute Sachen werden fortgeführt. Ich kann das Du kannst das. Wir stecken uns gegenseitig ein, glaube ich. Ja, ja. Die Rocket Beans machen weiter, was wir beide, glaube ich, sehr gut finden. Ja. Wir wollen ja gegen die Jungs auch mal, hier haben wir gesagt, live spielen. Oder vielleicht kommen sie auch mal in die Sendung rein, vorbei. Aber die streamen ja 24 Stunden am Dach. Ja. In der Woche. Aber die brauchen ja auch mal Urlaub und den könnten sie bei uns in der Sendung verbringen. Denn hier wird ja offensichtlich nicht gearbeitet, Markus!
Es ist so warm in diesem Studio nach anderthalb Stunden, dass es sich fast anfühlt, als wäre man auf Bali. Von daher, liebe Rocket Beans, falls ihr mal Bock habt, gerne vorbeikommen. Und es ist schön, dass sich das offensichtlich gerechnet hat, dieses System zu spenden. Denn falls es hier auch weiter bergab geht, werden wir auch einen Spendenaufruf machen. Ja, das wird gut. Das wird gut. Ja. Support LPT. Support LPT. Ja. Nee, denn die Geschichte war ja die, dass Rocket Beans TV angelegt war für 3 Monate, sprich bis zum 31. März. Und die Jungs gesagt haben, wir schauen mal, ob es funktioniert mit dem Spenden, mit Affiliate-Links und Zip und Zap, Branded Entertainment. Und offensichtlich hat es funktioniert. Und in der Pressemitteilung heißt es, wenn das weitergeht, senden wir für immer. So wie wir. Weißt du, was noch weitergeht, Fabian? Oh, jetzt bin ich gespannt. Das Bootcamp von Studio 71. Endlich! Falls ihr ein kleiner YouTuber seid mit 5,7 Millionen Abonnenten, so viel muss man haben, oder? Ja, 1.000. 1.000. 1.000 Abonnenten und gerne groß rauskommen wollt, so groß wie wir, ja, und dann irgendwann mal auch LPT übernehmt, weil das wird jetzt alle 3 Monate rumgereicht, dann meldet euch fürs Studio 71 Bootcamp an. Ach, das Boobcamp. Das Boobcamp. Da melde ich mich doch selber an. Ja, genau. Der Blitz hat sich angemeldet. Ach so, ja. Aber der hat doch mehr als 1.000, oder? Das weiß ich nicht, da könnten wir ja eigentlich gerade mal gucken. Wenn denn das Internet funktionieren würde, Markus. Das Internet funktioniert natürlich, aber ich hatte jetzt keine Lust nachzugucken, weil ich so faul bin wie der Markus. Man darf natürlich auch mehr als 1.000 Abonnenten haben, man muss mindestens 1.000 haben. Ja. Man sollte aber nicht mehr als 50.000 haben, denn ab 50.000 wird man bei uns schon zu Drinks eingeladen. Dann sollte man halt nur nichts trinken. Zumindest nicht, während unsere Talentmanager am Getränk dran waren. Sonst wachst du auf, zack, sitzt du bei LPT und musst moderieren. Ja, so ist es nämlich bei uns gewesen. Ja, schade. Schade. Aber ja, das geht weiter, deshalb cool. Ich bin allerdings nicht mehr mit dabei, weil ich dafür zu alt bin. Dafür darfst du aber hier moderieren. Dafür bist du noch jung genug. Ja, das ist ja schade. Dieses Jahr war ich sehr enttäuscht von den April-Scherzen, muss ich ganz offen sagen. Ich habe jetzt keinen gefunden, wo ich wirklich lachen musste oder wo ich halt der für mich kreativ genug war. Es gab so 2, 3 dabei bei Think Geek, die zeigen wir euch gleich. Die Steambox zum Beispiel fand ich lustig. Und ich fand den von Google sehr geil. Dem kannst du nämlich Google Maps, da kannst du Pac-Man spielen. Richtig. Kannst du mal probieren, ob es noch möglich ist? Das kann man bei mir mal kurz ausprobieren. Im Moment ist es, also alle haben gedacht, das ist doch ein April-Scherz. Man kann nicht wirklich in Google Maps Pac-Man spielen. Doch, das kann man. Ich habe jetzt hier Google Maps mal geöffnet. Und wenn der Markus nicht schon wieder eingeschlafen ist, kann er vielleicht mal kurz auf meinen Rechner gehen. Ich habe jetzt hier mal Maps geöffnet, bin dann hier bei uns in der Nachbarschaft. Entschuldigung, ich hab's schon, schlaf weiter. Und kann dann hier unten auf so einen Button klicken, da heißt es Pac-Man. Und dann wird die Google Map da wohne ich. In ein Pac-Man-Level umgedichtet. Ja. Gibt es Sounds? Es gibt keine Sounds. Es gibt Waka, 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 ich weiß gar nicht, ob... Nein! Ui! Doch. So. Das und das geht schön, aber... Jetzt zu hören. Das ist wie bei Nidhogg bei deinem Let's Play auf deinem Kanal. Ja, das war... Nein! Ui! Zack! Könnte aber auch der Nachhauseweg von dir gestern sein, David, oder? Ja, ich fürchte auch. Ja, wobei ich mich eher wie einer der blinkenden Geister gefühlt. Ja. Auch heute noch. Aber du warst auf jeden Fall genauso blau. Ich war ähnlich blau. Ich habe ja, das kann man mal vielleicht sagen, ich habe gestern im Suff meinen Bloodborne, ich war kurz vorm letzten Endboss und habe meinen Bloodborne Safe Game gelöscht. Wahnsinn. Statt es zu laden, es gibt nämlich auf X lädst du auf der Kreistaste, löscht du das Safe Game und ich habe dann nicht mitbekommen, dass ich Löschen gedrückt habe und er fragt dann nochmal, willst du wirklich? Ne? Naja, und das fragt er aber auch beim Laden, deswegen habe ich halt einfach auf, Guck mal hinten auf den Monitor, David. Ja, ich gucke auf den Monitor. Haha, so sieht's aus. Wie viele Stunden hast du da rein versenkt und sind jetzt dahin? 40. Boah. Ja, also ich habe ganz oft bis nachts um 3, 4 gespielt und weil am Tag muss ich arbeiten. Nee, kein Bock mehr. Das Spiel hat mich nicht lieb. Also ein Spiel, was eine Safe-Game-Löschoption überhaupt hat, das hat es nicht verdient. Das Spiel werde ich auch ab.
Ich habe euch das hier auch nie vorgestellt. Ich möchte, dass ihr das vergesst. So ein Müllspiel, wieso, das muss doch so eine Suffi-Sperre geben oder so. Schade. Dass du erstmal deinen Namen versuchst zu buchstabieren, bevor du loslegst. Ich bin davon überzeugt, dass es mehrere Versuche unternommen hat, dieses Spiel, dich vom Löschen abzuhalten. Was ist los hier? Ich bin David Heine, ich bin der neue Moderator von MC. Ich war in der Bravo. Ja. Wir waren tatsächlich in der Bravo. Ach, das waren noch Zeiten. Ja, damals. Da waren wir noch was wert. Jetzt spielen wir den schlechten Gronkh und Sarrazza-Ersatz hier. Aber wir wollten ja noch weitere April-Scherze zeigen. Ja. Wir haben gesagt, wir gehen da ganz schnell durch. Bislang funktioniert das sehr gut. Ja. Ein anderer April-Scherz war von Google eine neue Inbox, also eine neue Mailbox. Ja, lass mich kurz das Video aufmachen. Ja, das würde mich freuen. Dann nur wenn man das liest, weiß man, ach so, jetzt Google Mail hat jetzt irgendwie eine neue Inbox. Aber nein, es ging eben um dieses, nicht um diese, sondern um dieses, oh, ich sehe immer nur Geräte, um das Gerät, was eben einen, ja, das ist ein alter Briefkasten, aber auf in neu, also verbindet irgendwie E-Mails und echte Post, also sortiert dir deine echte Post jetzt, da sieht man es. Ja, so wie du das erzählst, ist das schon unfassbar lustig. Ach, leck mich doch am Arsch. Dann machen wir halt das Nächste. Machen wir halt Motorolas männliche Selfie-Sticks. Ja. Ich bin auch so aus dem Alter raus, wie Selfie-Stick, was? Das sind natürlich diese Stöcke, wo man vorne das Handy drauf macht und dann kann man sich so knipsen. Genau. Und die sind natürlich regelmäßig echt unmännlich. Aber Motorola hat gestern einen neuen vorgestellt, der so richtig geil aussieht mit Holz und Leder. Ja. Und es wird dann noch schön gezeigt, wie der da Mund geblasen wird und Hand geklöppelt. Und, sieht so ein bisschen aus wie die Reiterpeitschen aus 50 Shades of Grey. Genau. So, ja. Ich spring mal drüber über dieses PlayStation Flow. Nein, spring da nicht drüber! Du willst doch nur die badende Frau sehen. Ja. Na gut. Nein, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wie große Firmen April-Scherze machen, die sie mit relativ hohem Aufwand produzieren und die dann aber irgendwie so im versinken, weil es einfach auch nicht lustig ist und jedem sofort klar ist, dass es nicht echt ist. Ja. Ich finde April-Scherze, bei denen man im ersten Moment denkt, das könnte echt sein, so wie ein Studio 71 Vibrator im Studio 71 Merch Shop, finde ich viel lustiger. Aber da ist eben die Geschichte, dass du eben Unterwasser-Levels dann mit so einer Unterwasserbrille und Unterwasserbewegungsgerät Messviech dann eben echt im Schwimmbad nachspielen kannst. Und das ist natürlich, ja, das verpufft sehr schnell, das Video geht dann auch sehr lang. Ich finde auch immer, entweder man macht so, dass sie wirklich kaum zu erkennen sind, die April-Scherze, oder man überzeichnet so krass, dass man zum Beispiel zwei Nazis in den Keller setzt. Geile Idee. Spiele testen. Ja, und das am 1. April, das ist richtig lustig. Das ist richtig lustig. Da würde ich sofort einen Webvideopreis vergeben für. Ja, kann man schon mal machen. Ey. Ich sitze ja dieses Jahr in einer Jury, vielleicht kann man da ja was machen. Sehr gut. Ich darf keine eigenen Videos leider einreichen. Das überrascht mich ein bisschen. Das hier ist tatsächlich eine Sache, die ich ganz witzig finde. World of Tanks auf dem Mond. Ja, natürlich mit der Physik des Mondes. Macht da eben auch nicht so lang rum. Das ist ein Clip von einer halben Minute. Genau. Panzer springen auf dem Mond rum, haben wir alle gelacht. Super. Ja. Und dazu klassische Musik. Der heißt Donauwalzer, oder es ist Donauwalzer. Ist es. Nazis nee, und Blau Donau, klassische Musik doch, Donau geht auch Walzer. Immer, wie ich finde. Sehr gut. CERN, das sind die Leute, die immer schwarze Löcher produzieren oder wo man immer Angst haben muss, dass die das irgendwann mal tun. Die haben also am 1. April die Meldung rausgebracht, dass die Macht wissenschaftlich bewiesen sei. Damit ist im Grunde auch schon alles gesagt. Also damit ist alles gesagt. Ich finde es aber ganz wichtig. Ich habe neulich einen langen Artikel darüber gelesen, wie dumm gerade die USA werden. Also es gibt einen ganz merkwürdigen Trend in den USA, Wissenschaft nicht mehr zu glauben und stattdessen sich auf religiöse, vorrangig christliche Werte zurück zu besinnen. Und dass da, man liest es immer wieder, zum Beispiel Evolutionstheorie, möge doch bitte nicht mehr in der Schule unterrichtet werden. Da muss man erstmal auf die Idee kommen, im 21. Jahrhundert sich zurückzuentwickeln, was Wissenschaft angeht. Naja, only in America. Google Panda ist ein Panda-Bär, tatsächlich ein Stoff-Panda, den man bei Google erwerben kann. Und der ist flauschig, nehme ich an. Klick mal drauf, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was da passiert. Ich habe das Video angemacht, wie du hier siehst. Das ist doch der Michael Trier von der GameStar. Ja. Und jetzt ist er wieder weg. So, hier, guck mal. Was macht der junge Schweinisches mit dem Panda? Ich glaube, der frühstückt den gleich. Essen die da drüben nicht Panda-Bären? Nee, das sind die essen doch alles.
Ach so, den kannst du irgendwas fragen und der Google Panda sagt es dir dann. Also so wie, so wie ein echter Panda. Wie ein echter Panda, genau. Ja. Nur nicht so bissig. Aber auch hier wieder, ne? Also hier eine riesige Pressekonferenz inszeniert für einen Panda-Bär. Naja. Sie hätten auch einfach nur das Werbevideo doch zeigen können. Am besten sind halt die April-Scherze, die einfach nur kurze Videos sind. Wo zwei Nazis, wo zwei Nazis im Keller sitzen. Ja. Wenn man keine Nazis und keinen Keller hat, dann nimmt man halt Vin Diesel und ein paar Autos und macht daraus Fast to the Future, eine Mischung aus Back to the Future and Fast and Furious. Da ist ja gerade Teil 7 draußen, insofern ist das... Ja, den habe ich sogar gesehen, die Tage. Oh, das tut mir sehr leid. Ja, das kann dir leid tun. Ja. Ja, das sieht dann so aus. Klar hier, das sind die ikonischen zwei Bremsspuren, Beschleunigungsstreifen und sonst was. Ach so, die haben tatsächlich hier... Lass mal laufen, guck mal hier, da fährt er da mitten in Tokio. Haben sie es zusammen, also, aber okay. Es ist schön gemacht, da haben sie ja, halt von Tokio Drift die Szenen übereinander gelegt mit dem DeLorean. Bei der Gelegenheit, wie bei eigentlich jeder Gelegenheit, erwähne ich sehr gerne, dass ich auch einmal in einem DeLorean gesessen habe. Denn ich bin ja alt genug. Wo kam eigentlich diese Klaviermusik die ganze Zeit jetzt her? Wenn du alle April-Scherze so geguckt hast wie den gerade, David, dann wundere mich nicht, dass du die alle nicht lustig fandest. Naja, ich will die halt nicht ausspielen lassen, die Videos, weil sonst gucken wir jetzt hier 15 Minuten April-Scherz. Dann machen wir schneller weiter und zwar mit Path of Exile. Da hat sich einer vertippt und hat nicht Cass on Death, was bedeutet auslösen, wenn einer stirbt, getippt, sondern Cats on Death. Ein Buchstabendreher. Buchstabendreher sind immer lustig. Vielleicht nicht ganz so lustig wie zwei Nazis in einem Keller, aber schon auch ziemlich lustig. Die haben letztes Jahr auch was Ähnliches gemacht. Da haben sie, glaube ich, wurde auch irgendwas gespawnt. Also auf jeden Fall sind hier lauter schwarze Katzen. Bei League of Legends haben sie dieses Mal, das machen die auch jedes Mal, das ist jedes Jahr gefühlt derselbe Gag. Sie nerven Charaktere, also da werden dann beliebte Charaktere einfach völlig umgestaltet. Und das muss man jedes Jahr lustig finden. Das ist auch so, finde ich auch so, muss man nicht gut finden. Aber bei Guild Wars haben sie es ja auch gemacht. Ja, Guild Wars. Guild Wars? Ja, da kämpfst du gegen Vorhänge. Ach, das kennt jetzt außer mir auch wieder keiner. Guild Wars hat so einen Bug, dass manchmal die Figuren in der Animation festfrieren und dann stehen die Ärmchen so zur Seite weg. Und das sieht eben so aus, als würden die Flugzeug machen. Und am 1. April haben die Entwickler das eben so eingestellt, dass alle Figuren immer ihre Ärmchen zur Seite rausgestreckt haben. Und dann gibt es eben noch so Kollisionsabfrage-Fails, wo dann die Leute einfach mal in der Gegend rumfliegen oder hier so Sprungpads. Und dann sieht das halt so aus, als würden die fliegen. Finde ich ganz nett. Ja, das machen die. Die haben auch jedes Jahr ein gutes Ding, weil ich bei denen ganz cool finde, dass sie halt wirklich den Server verändern. Also ja. Ich glaube, vor 2 Jahren war alles so im Minecraft-Stil, glaube ich. Also waren das alles Blöckchen oder Retro-Stil hatten sie, glaube ich, gemacht und dann wurde die gesamte Grafik wirklich verändert. Das finde ich schon eigentlich auch schon wieder recht viel Aufwand. Ja, das ist eben hier auch ganz clever, weil du eben im ersten Moment nicht weißt, ist das jetzt echt so oder ist es halt... ist es halt gewollt. Und ich finde, so müssen halt April-Scherze sein. So, hier sieht man das erste Mal Ryan Reynolds in seiner neuen Rolle als Deadpool. Er redet über den Film. Und die sagen darin, dass der Film in Amerika ab 13 freigegeben wird. Ich glaube, das ist bei uns regelmäßig eine 16er Freigabe. Und wer Deadpool kennt, wird da gleich sagen, das passt ja nicht zu Deadpool, denn das ist ja ends brutal, das Comic. Und das ist so ein bisschen wie bei Wolverine auch. Ich hätte gerne mal einen Wolverine-Film, der ab 18 ist, wo der halt wirklich auch mal was aus seinen Krallen machen kann. So, und die reden eben auch darüber, dass es halt, dass der Film ja eigentlich für Kinder geeignet ist. Und dann kommt halt Deadpool rein. Oder hat ihn kaputt. Vor allen Dingen wird unglaublich viel geflucht auch in Deadpool. Fick ja. 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 Und deshalb ist das natürlich, also eine PG-13 wird es im Zweifel schon geben, weil es wieder ein Comic ist und man das Studio versuchen wird, den Film natürlich so niedrig zu ranken, wie nur irgendwie möglich ist. Aber ich würde mir das echt gerne mal wünschen, den Film einfach rated R für retarded und dann fliegen da die Köpfe. Finde ich gut. Das sagen sie am Schluss von dem April-Scherz aber auch, dass der auf jeden Fall rated R wird. Ach so, ne, das ist ja geil. Aber das ist auch wirklich mutig zu sagen, wir machen mal einen Film. Denn rated R ist in Amerika wirklich, das ist quasi so wie hierzulande indiziert. Also da gibt es auch viele... Nee. Also was rated R da bedeutet, ist, dass sie
Sie dürfen, also es ist ja dann quasi ab 18 und du kriegst das junge Publikum nicht ins Kino und du darfst das, hast glaube ich Plakatwerbeverbot oder so. Ja gut, und das ist ja wie bei der Initiierung, darfst du ja auch nicht öffentlich bewerben und in der Praxis bedeutet das eben, Walmart zum Beispiel sagt, sie nehmen eben keine Spiele, und bei den Filmen weiß ich nicht, aber sie nehmen zumindest keine Spiele ins Sortiment, die Rated R sind und das überlegt sich natürlich jeder Publisher dreimal, ob er eine der größten amerikanischen Ketten ausschließen will. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ja, das war dieses ganze Hot-Coffee-Mod-Ding damals. Ja, ja. Wir erinnern uns. Oculus Rift für Hunde ist doof. Das lassen wir mal weg. Deshalb kommen wir zum Schluss dieses wunderschönen Blogs von LPT noch zu den April-Scherzen von ThinkGeek. Und die fand ich richtig gut. Die sind halt immer, das sind so gefakte Produkte, die sie im Angebot haben. Und das hier fand ich halt echt toll. Und da sind nämlich auch immer wieder Sachen dabei, wo man sagt, oh, das hätte ich aber auch echt gerne. Diese Steambox, die tatsächlich dann mit Feuer, wenn man mal so reinguckt, betrieben ist. Auch dieser Retro-Controller, ganz klasse. Also ja, so Steampunk halt. Steampunkig, ne? ja. Spielt natürlich auf die Steambox von Valve an. Ja. Die haben aber auch ganz viele andere tolle Sachen. Sehr vielleicht schön. Magst du mal da in die Related Articles gehen. Dieser Selfie-Rig. Ja, da brauchst du dich jetzt nicht mehr damit anstrengen, dein Handy hochzuhalten, sondern du rennst mit diesem riesigen Gestänge auf dem Kopf durch die Gegend. Ja, und voll gut. Und schon kannst du ein Selfie machen. Kannst mal schauen, ob die auch diese Kindercards haben, die so endzeitmäßig. Ja, die Mad Max Kindercards. Die sind so gut. Ja, das hier ist noch das Groot-Bier, der Witz erschließt sich. Nein, nicht spoilern. Nein. Ich spoilere nicht. Nein. Ich spoilere nicht. Nein. Es gibt Nein. Wir machen jetzt die Mad Max Autos. Es gibt Mad Max Autos. Ich spoilere doch gar nicht. Nein. Ich habe diesen Film noch nicht gesehen. Ich bin so heiß auf den. Und es, wie kann man denn ein Jahr nach dem Kinostart das Ding noch nicht gesehen haben? Ich habe halt Kinder, Mensch. Dann schmeiß die raus. Ja, ich versuch's, die sind zu klein. Der eine kann kaum gehen. Ja, damit ist er fast 18. Weg damit. Na gut. Aber zur Not kannst du neue machen. So, es gibt Root-Bier. Das wollte ich halt nicht sagen. Und daraus haben sie jetzt Groot-Bier gemacht. Finde ich einen ganz guten Witz. Und hier sind die... Wer ist Groot? La. Ja, klar. Ja, gut. So, da sind die Mad Max-Cards. Das finde ich super lustig. Da gibt's auch ein Video von. Ne? Ja, da muss ich musst du mal gucken. Muss ich mal Looky machen, ja. Da! Und da kommen eben meine Kinder wieder ins Spiel. Also tatsächlich, da bist du ja der King auf dem Spielplatz. Ja, hast du den aktuellen Trailer gesehen? Ja, Wahnsinn. Boah, das ist so gut, ne? So ich gucke mittlerweile schon nicht mehr hin. Ja, weil er schon viel verrät. Ja, ne? Es zeigt mir zu viel, aber ich wusste bei dem ersten Trailer schon, das Ding muss ich gucken. Ja, der ist so, so gut. Sieht ein bisschen aus wie, wie hieß dieses... dieser Quake-Nachfolger. Rage, genau. Ja. Das sind ein paar Szenen dabei. Das könnte jetzt auch der Opener von Rage sein. Super geil. Also richtig gut gemacht auch. Ja, diese Cards wären was für meine Kids. Ich habe nämlich den tatsächlich, ich habe mir damals zwei Collectors Editions von Fallout, was ist es, 3, gebunkert. Da sind ja diese Brotboxen dabei. Aha. Die auch im Spiel vorkommen, wo du eben so Bomben mitbauen kannst. Und die sind eben echt in dieser Collector's Edition mit dabei. Und ich habe zwei von denen und damit schicke ich meine Kinder in den Kindergarten. Und jeder, der das erkennt und weiß, ey, krass, da haben die Kinder halt echt die Fallout-Lunchboxen. Ja. Sehr cool. Damit sind wir durch mit den April-Scherzen. Ja. Jetzt kommt der nächste Scherz, nämlich die Werbung. Nein? Doch, klar, logisch. Aber verratet uns doch. Nein, das will ich nicht hören, ich will nicht gespoilert werden. Verratet uns doch, was eure Lieblings-April-Scherze gestern waren. Und dann können wir dir vielleicht die einen oder anderen noch zeigen. Ihr habt dafür 2 Minuten Zeit. In der Zeit läuft die Werbung. Bis später. Tschüss. Thank you.